Ciao zusammen, ich bin Jörg und willkommen zum letzten Gruppenspiel. Und hier haben wir mit Frankreich einen Gegner, den wir einfach an die Wand klatschen müssen. Nicht nur hier in dieser Prediction, sondern auch in echt. Erwarte ich von der Schweiz ein richtiges Torfestival. Wenn du genau dieser Meinung bist, dann zeig mir das mit einem Kommentar unter das Video. Ich werde auf jeden Fall nicht mehr länger labern, sondern wir starten direkt mit der Action. Wenn du keine weitere Action mehr möchtest verpassen, vergiss nicht, meinen Channel kostenlos abonnieren und natürlich das Glöckchen nebendran aktivieren, damit du sofort benachrichtigt wirst, wenn ein neues, geiles, actionreiches Video von mir online kommt. Jetzt aber, wie gesagt, direkt starten, los geht's! Es kann losgehen und wir verlieren tatsächlich das erste Bulli gegen die Franzosen! Was soll die Drecksscheiße? Was soll das? Wir verlieren das Bulli und der erste Angriff der Franzosen ist gerade drin. Hallo, das sind Franzosen, die müssen wir einfach wegklatschen! Und jetzt bin ich hässig und gebe richtig Gas! Moment, so Corby, mach grad das Goal! El Nino, der macht's. Der macht's nicht. Ich kann es nicht glauben, ich komme einfach nichts zu machen. Danke, Giannoni. Hey. Es ist nicht zu glauben, wir gehen mit einem Rückstand ins zweite Drittel und da greifen wir so wieder gefährlich an. Jetzt sind aber Kevin Fiala. Ich muss mich anfangen zu konzentrieren in dem Match. Das glaube ich einfach nicht. Das glaube ich einfach nicht. Hey, das geht's einfach nicht. Was ist mit den Franzosen los? Was ist überhaupt mit mir los? Mir ist schön. 0-2 im Rückstand gegen Frankreich. Hallo, das kann's nicht sein. So, jetzt gibt's aber den Treffer. Jetzt gibt's noch. Ich hab's gewusst. Jetzt hätt's noch müssen gehen. Endlich. Anschlusstreffer. Und der ist sowas. Ja, ist wirklich sowas von verdient. Man, Franzosen wirklich sackstark sind. Aber ey, es ist endlich der Anschlusstreffer da. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Holen wir uns noch den Ausgleich in den letzten paar Sekunden vom zweiten Drittel? Jawohl! Der Kevin Fiala! Hammer-Handgelenkschuss zum 2-2! Endlich geht das Spiel in die Richtung, wie es wir seit Anfang an gewünscht, gehofft und gedacht haben. 2-2! Wir sind im letzten Drittel. Es ist Ausgleich und ich verteidige wieder richtig schlecht. Es verteidige so schlecht! Kein Wunder, dass Franzosen wieder ein Goal erzielen können, aber verdammte Scheiße! Jetzt dürfen wir sogar noch Unterzahl spielen, aber wir haben einen Angriff, wir schiessen. Nichts war's. Ja, gib den Pass. Gib den Schuss! Nein! Doch, komm noch! Muss ein Bulli-Goal her, es muss ein Bulli-Goal! Nein, Metall! Wir brauchen unbedingt den Ausgleich. Und da ist er! Jawohl, da ist er! Die Schüsse sitzen gegen die Franzosen. Wichtig, muss man jetzt noch merken, für die letzten 7 Minuten. Und dann holen wir uns auch noch den Sieg. Jawohl. Da ist einer. Da kommt er, aber der ist... Wir dürfen nicht kassieren. Schön, Giannoni. Holen wir uns jetzt den Siegtreffer in Unterzahl. Jawohl. Perfekt ausgekontert. Und das in Unterzahl. Wir führen zum ersten Mal gegen die Franzosen mit 4-3. Und das so knapp vor Ende. Dem Match. Die Franzosen hat so ohne Goalie drin. Hey, 6 gegen 4. Wir müssen es unbedingt schaffen. Sehr schöner Check. Und Führer mit der Scheibe. Geh rein. Nein, knapp vorbei. Aber egal, das sind die letzten paar Sekunden. Wir gewinnen in einem extrem spannenden Match in letzter Sekunde noch gegen die Franzosen. Wer hätte das gedacht, dass es so ein knapper Match wird hier in dieser Prediction? Ich auf jeden Fall nicht, ich bin mir sicher gewesen, ich werde in die Wand klatschen und wahrscheinlich genau die Einstellung von mir ist der Fehler gewesen. Und ich bin mir sicher, die Schweizer werden in echt nicht mit so einer Einstellung gehen. Die sind auch professioneller als ich und werden somit Franzosen einfach wegklatschen. Wenn du genau dieser Meinung bist wie ich, dann zeig mir das mit einem Daumen nach oben zu dem Video und mit einem Kommentar vom Resultat, wo du denkst, wo die Schweizer werden gegen Franzosen erzielen. Ich bin jetzt auf jeden Fall draußen. Ich hoffe, es hat dir gefallen und danke dir somit nochmal fürs Zuschauen. Und wünsche dir auch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und einen schönen Morgen. Ciao!